Mein Name ist Dustin Pobich, ich bin 18 Jahre alt, bin Lernender bei der Aschwanden AG und möchte euch den Beruf Dachdecker heute etwas näher bringen. Mein Beruf macht vor allem spannend, weil er abwechslungsreich ist. Man kann wirklich viel unternehmen. Zum Beispiel jetzt hier bei der Baustelle hatte ich bis jetzt so noch nicht. Und mit einem Kran riesen Platten verlegen. Am liebsten habe ich eigentlich so Sanierung bei Privatleuten. Wenn man irgendwas fertigstellt und es schön aussieht, der Kunde sich freut. Das Lächeln ist einfach unbezahlbar. Ich habe mir überlegt, dass ich die nächsten Jahre erstmal noch Berufserfahrung sammeln werde, bevor ich dann Weiterbildung anstrebe. Unser Job ist ja recht vielfältig. Man hat recht gute Weiterbildungschancen. Unsere Berufsgruppe hat ja auch viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht unbedingt als Dachdecker arbeiten, man kann ja auch als Flachdacharbeiter arbeiten, Gerüstbau, Sonnenschutz, hält eigentlich vieles offen. Mein Arbeitgeber ist sozial aufgestellt, immer engagiert. Wenn man nicht was weiß, will sich gleich informieren. Meine Lehrzeit bis jetzt war eigentlich sehr gut. Ich habe Leute gehabt, die wirklich nett zu mir waren, immer fachlich kompetent, also können mir Dinge richtig erklären. Auch wenn ich es beim ersten oder zweiten Mal nicht verstehe, haben sie mir auch ein drittes Mal noch gezeigt. Grundsätzlich ist der Lehrling unter Aufsicht vom Vorarbeiter auf der Baustelle. Der schaut natürlich darauf, dass er eben genau Details, die er nicht kennt, tut er mit dem anschauen, er macht es miteinander. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Unser Unternehmen steht für qualitativ hochwertige Arbeit. Was mir persönlich als Geschäftsführer wichtig ist, ist der Bereich Arbeitssicherheit und natürlich auch ein sehr gutes Betriebsklima. Der Nachwuchs hat eine zentrale Rolle in unserer Personalstrategie. Durch die Ausbildung haben wir die Möglichkeit, den jungen Menschen, angehenden Erwachsenen, unser schönes Handwerk zu zeigen. Und gleichzeitig, durch das, dass die ausgebildet werden von unseren Fachleuten, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, ist es natürlich so, dass die permanent auf dem neuesten Stand der Technik sein müssen. Und durch das eigentlich sicherstellen, dass wir im Betrieb eigentlich immer einen höheren Standard haben. Die Anforderung an unsere Lehrlinge ist in zwei Bereiche gegliedert. Das eine ist die körperliche Verfassung, Robustität, Gesundheit. Das ist ein sehr strenger Job, da muss man ein bisschen etwas mitbringen. Dann das handwerkliche Geschick, das sicher dazugehört. Und in den schulischen Bereich Geometrie, Rechnen, Zeichnen ist es von Vorteil, wenn man bei unseren komplexen Dachformen heute ein gewisses Grundverständnis mitbringen darf.